Dies ist eine lineare und homogene Differentialgleichung. Was wir suchen, ist die allgemeine Funktion y, Funktion von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Die allgemeine Form einer linearen, homogenen Differentialgleichung ist diese hier. Es handelt sich um eine konstante Zahl cn mal die n-te Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine konstante Zahl cn-1 mal die n-1-te Ableitung von y gegenüber der Variablen x und immer so weiter bis eine konstante c2 mal die zweite Ableitung von y gegenüber der Variablen x plus eine konstante c1 mal die erste Ableitung von y gegenüber der Variablen x plus eine konstante c0 mal die nullte Ableitung von y gegenüber der Variablen x, das heißt mal y gleich 0. Durch diese Form ist die Differentialgleichung linear und durch diese 0 ist sie homogen. Um solch eine lineare, homogene Differentialgleichung zu lösen, bildet man zuerst die sogenannte charakteristische Gleichung. Das geht wie folgt. Man nimmt diese Zahl cn und multipliziert sie mit z hoch n. Dieses hoch n, weil man hier die n-te Ableitung rechnet. Dann plus diese Zahl cn-1 mal z hoch n-1. Die Hochzahl ist n-1, weil man hier die n-1-te Ableitung berechnet. Und immer so weiter bis plus diese Zahl c2 mal z hoch 2, weil hier die zweite Ableitung gerechnet wird, plus diese Zahl c1 mal z hoch 1, hoch 1 wegen der ersten Ableitung, plus c0, man könnte sagen mal z hoch 0, Hochzahl 0, wegen diesem y, die nullte Ableitung von y, gegenüber der Variablen x, gleich 0. Von dieser charakteristischen Gleichung sucht man die verschiedenen komplexen Nullstellen, nennen wir sie a1, a2 bis ap, und bezeichnen wir ihre jeweiligen Vielfältigkeiten mit m1, m2 bis mp. Wenn man diese Arbeit gemacht hat, dann kann man sofort die allgemeine Lösung y von x von dieser Differentialgleichung aufschreiben, und zwar wie folgt. Man startet mit der ersten Nullstelle a1 und ihrer Vielfältigkeit m1. Und man bildet ein allgemeines Polynom m1 minus 1. Grades in x. Und dieses Polynom multipliziert man mit e hoch a1 mal x. Jetzt nimmt man die zweite Nullstelle mit ihrer Vielfältigkeit und schreibt wieder ein allgemeines Polynom m2 minus 1. Grades in x mal e hoch a2 mal x und immer so weiter bis zur letzten Nullstelle ap mit ihrer Vielfältigkeit mp. Auch hier schreibt man ein allgemeines Polynom mp minus 1. Grades in x mal e hoch ap mal x. Schauen wir, wie sich das überträgt auf unser Beispiel. Zuerst bilden wir die charakteristische Gleichung. Die ist 1 mal z hoch 3 minus i mal z hoch 2 plus 1 mal z minus i gleich 0. Also so. Zur Auflösung dieser Gleichung erkennen wir, dass wir in den zwei ersten Termen z² ausklammern können und zwischen Klammern bleibt dann noch z minus i. Dahinter steht aber auch z minus i. Also, wenn wir hier in den zwei ersten Termen z² ausklammern können, dann sehen wir, dass wir in dieser Summe auch noch z minus i ausklammern können. Dann tun wir das.
Und diese Summe z² plus 1, die in der Menge r nicht faktorisierbar ist, ist aber in der Menge c faktorisierbar. Diese Summe ergibt z minus i mal z plus i. Z minus i mal z minus i, das macht z minus i im Quadrat. Und somit sehen wir sofort die zwei Nullstellen durch das Nullprodukt. Erste Nullstelle ist i, die Vielfältigkeit ist 2. Die zweite Nullstelle ist minus i, die Vielfältigkeit ist 1. Somit haben wir also a1 ist i, m1 ist 2, a2 ist minus i und m2 ist 1. Und jetzt können wir sofort die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung aufschreiben, und zwar wie folgt. Zuerst bilden wir ein allgemeines Polynom 2 minus 1. Grades, das heißt 1. Grades in x, also eine Konstante mal x plus eine Konstante, und multiplizieren dieses Polynom 1. Grades mit e hoch i mal x. Dann plus, jetzt bilden wir ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine Konstante, mal e hoch minus i mal x. Das heißt, die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung schreiben wir so. Allgemeines Polynom 1. Grades mal e hoch i mal x plus allgemeines Polynom 0. Grades, das heißt eine beliebige Konstante, mal e hoch minus x. Somit haben wir diese Differentialgleichung gelöst.